Ja, hey Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Forest Adventure. Ich bin Tim. Und ich bin Paul. Ja, und heute sind wir mal wieder ein bisschen draußen. Nicht zum Bushcraften oder zum Survival, sondern heute tun wir ein bisschen fotografieren. Und zwar nicht alleine, sondern mit dem lieben Marcel. Hallo. Ja, wir haben alle drei unsere Kameras dabei. Und die kleine Kamera auch noch. Hier und da hinten. Meine Kamera macht gerade eine Timelapse. Seht ihr wahrscheinlich auch. Und wenn es was Spannendes gibt, dann melden wir uns back und ja. Ihr seht jetzt erstmal Fotos, die wir schon gemacht haben, oder? Ja. Und wir chillen hier gerade auf so einem Dach. Ja, genau. Nicht die Information. Wir chillen hier. Oh, Alter, so hell immer. Egal, wir chillen hier richtig geil auf dem Dach. Okay, wir sehen uns, wenn es was Spannendes gibt. Ciao. Tschüss. Be the fan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. In these fast times, chasing lifelines for a lifetime. I've had my heart in the right place at the wrong time with the right girl in another world. Maybe we would be together still. If you hit us and resent that, I don't give a shit, I'll let it spill. I don't give a damn, I'll keep it real. Also Tim, ich weiß ja nicht, was du hier gefunden hast. Du hast gemeint, hier wäre es geil, nochmal irgendwas zu fotografieren. Ja, da hinten ist ein Stämme da will ich. Ach, da wo wir das mit dem Fass gedreht haben. Okay. Da will ich das machen. Auf, okay, nice. Das Bienen. Hey, so ein Bienenstock ist auch geil. Hier sind sogar zwei Bienenstöcke. Da und der rechte sieht mir aktiv aus. Ja, der linke sieht irgendwie jetzt nicht so. Beim linken ist es vielleicht besser zu fotografieren. Ich glaube, das ist besser. Nee. Zum Glück nicht. Das ist vielleicht auch besser. Aber ich traue mich mal ein bisschen näher ran. Ich glaube, ich mache einfach von diesen Bienen, also von den Stecken da vorne noch so ein Bild. Einfach nur ohne Bienen. Der wurde von den Bienen gefressen wahrscheinlich. Ah, da sind doch da sind sogar Bienen. Nice. Tim? Ja, da ist er rüber. Da rein. Hier sind so ein paar vereinzelt, aber echt nicht viele. Da kann man ein bisschen näher hin. Ja, das ich denke auch. Oh, so sweet. Tim, hast du meine GoPro hingemacht? Hab ich doch gegeben. Doch? Jetzt wird's spannend. Ach, ja, hast du gegeben? Nein, hast du nicht. Na klar. Nein. Safe. Nein. Hab den Hand gekriegt. Hast du nicht? Na klar. Ah, ey. Safe hab ich die Hand gedrückt. Wenn die jetzt weg ist. Ich hab's in die Hand gekriegt. Und gesagt, hier mal, danke. Du, die ist da nicht. Hab ich aber gegeben. Hast du nicht? Ich hab dir die GoPro gegeben. Die GoPro dahin legen. Kommst du mit weiter? Ja, bist du hier gelaufen oder da? Ja, hier sind wir doch ein bisschen gelaufen. Oder? Digga? Digga, ich hab's da! Alter, du hast dich einfach verloren. Du bist so dumm, Alter, ohne Witz. Du bist so dumm! Ich hab doch alles drauf, jeder hat gesehen, wenn er es auch hingeworfen hätte. Ich schwöre, ich kann dir die Aufnahme zeigen, er hat es da nicht hingeworfen.
Je nach Hobby ist so eine Witz. Er verliert einfach seine GoPro. Ja. Warum? Alter. Was hast du rausgefunden? Einfach so machen. Ja, wow. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja? Nice. Oh. Hey, guck mal, das kann ich jetzt auch. Hey, Alter, überleg mal, wenn wir die jetzt nicht mehr gefunden hätten, dann. Alter. Ich kann's auch hey, aber so als ob du nicht gehört hast, dass es vorher runtergefallen ist. Ich bin mit dir da gelaufen. Hey, nein. Ich weiß schon, dass ihr mich geprankt habt. Was? Am Anfang dachte ich mir so, fuck. Ja, nice, ich hab alles drauf. Ja. Vor allen Dingen Tim dann so zu mir. Paul, du wirfst die so hin. Ja, ich weiß. Er läuft aber nicht mal da drüber, ist da gelaufen und du wirfst die da rüber. Ja, ich wusste nicht, wo ihr gelaufen seid, ich war ja schon da drüben. Egal, war trotzdem witzig. Ja, jetzt geht's weiter. Scheiße, wie soll ich das bloß sagen? Ja, ja. Alter, hier ist eine Drecksbiene. Oh Mann. Ich werd verfolgt. So, wir sind jetzt gleich oben. Ihr seht gleich eine richtig nice Timelapse. Und der alte Morgen. Und so, wir sind jetzt hier oben angekommen und ja, ihr hört es schon, glaube ich. Hier läuft noch meine Timelapse, die ihr wahrscheinlich auch schon seht. Und gleich dann. Und hier seht ihr den Blick einfach von uns. Ja, ich mach so allgemein. Geh mal runter zu Tim. Ja, Leute, wir sitzen immer noch auf der Bank oder wieder auf der Bank. Ich Paul. Vielleicht wieder Marci. Immer noch. Ja, hab ich gerade gesagt. Auf jeden Fall, Marcis Timelapse ist fertig geworden. Jo. Gerade eben. Pauls Timelapse habt ihr ja schon gesehen. Und wir genießen noch, das ist schön die Aussicht. Und die liebe Sonne kommt. Wo ist die Sonne? Seht ihr nicht? Da. Da drüben, auf jeden Fall, ihr seht's. Und ja. Ich glaube, wir laufen jetzt einfach mal los. Wieder. Ja. So, fuck, Kamera ist schon runtergefallen. Die kaputt. Also meine Kamera. Und ja, dann bis gleich, wenn wieder was passiert. Ich hab grad richtig Bock zu rennen. Ja, lass mal runter. Witzig! Dieses Gesicht. Ciao! Ah! Ich hasse Ameisen. Aber die schmecken wie nach Zitrone. Und Senf. Was? Du hast Ameisen fast schon gegessen? Ja, Mann. Echt jetzt? Schmecken nach leichter Zitrone. Ich noch nicht. Muss ich mal probieren.
Aber nur welche, die man auch essen kann. Die können wir überhaupt Ameisen essen? Ja. Esst die Königsameisen? Ja. Geh nach Afrika und hol dir so eine Königsameise. So Leute, ich filme jetzt gleich. Ja, ich komme nicht hin. Und du klein. Ja, Leute, wir haben jetzt ein offenes Tor entdeckt, bla bla bla. Und da drin ist Kirschen und die sind alle, also ein paar manche sind rot. Die sind noch nicht ganz reif, oder? Aber ich glaube, die da drüben waren rote. Und da sind Leute Kirschen, Kirschenbäume. Und wir snacken jetzt ein paar da hinten. Wenn die auch reif sind. Und so viel ich weiß, habe ich mal mitbekommen, dass sie anscheinend immer richtig viele Wildschweine hier drin sein müssen. Also die kommen morgens immer, also abends immer hier rein und dann futtern sie hier und dann gehen sie wieder. Und dann theoretisch können wir da auch mal ein bisschen mal gucken und dass sie auf die Lauer legen. Aber jetzt gucke ich mal nach. Jetzt gucke ich mal nach einer Kirsche. Oh, da oben hat es saftige, rote. Ja, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, ob wir hochkommen. Und Paul, ich übergebe an Paul. Nice. Gut, ich hab gefangen. Perfekt. So, wird es wieder lange drauf bleiben. Gut. Nice, danke. Bitte schön. Danke fürs Fangen. Hier. Dankeschön. Kein Ding. Ja, das war nice. Get him. Jo. Er isst gemütlich seine Kirschen. Ist doch auch mal cool. Aber ich würde sagen, wir müssen langsam zurücklaufen, weil Marcin muss und ich muss auch nach Hause. Um 18 Uhr müssen wir zu Hause sein und es ist jetzt 20:15. Okay, 20:15, gut Tim. Coole Antwort. Ich habe mein Handy gar nicht da. Oh. Ich habe mein Handy auch nicht da. Ich habe mein Handy da. Also kauft euch jetzt alle diese schönen Schuhe. Sieht so aus, wie wenn die von Lowa wären. Lowa, super Schuhe. Mit denen könnt ihr jeden Berg erklimmen. Da, egal wie scheiße ihr seid im Wandern. Wir bekommen kein Geld. Ihr kommt jeden Berg hoch und ja. Wir sind jetzt gerade losgelaufen, waren ein bisschen Kirschen fressen, wie ihr gesehen habt. Und hier sind wir alle. Jo. Schön. Da gibt es noch ein paar. Ach du Scheiße, das ist Mini-Kirschner. Oh, voll süß. Richtige Mini-Kirschner. Oh, die ist voll rot. Seht ihr das? Ja, hier, guck, schöne Mini-Kirschner. Also im Vergleich zu meinem Finger, die versteckt sich hinter meinem Finger, die Kirsche. So, es ist jetzt 18 Uhr, Marcel und ich hätten eigentlich schon zu Hause sein müssen. Ja. Weil es mal zu essen gibt. Aber ist einfach hart. Ja, wir können es halt und Theo lebt mal wieder seine Fotografiesucht aus. Also Leute, jetzt sind wir am Ende des Videos angelangt. Wir drei Jungs hier, wir Hot Boys. Ja. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit uns drei.
wenn ihr mehr davon wollt, lasst ein Däumchen da und Däumchen sind Freundchen. Ja, Maus, ich hier schon dichter. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.